Und wieder zurück in Secret of Mana im Hard Mode. Wir gehen jetzt zum Schloss. Mal sehen, was uns da gesagt wird. So. Ja, ich laufe gerne gegen Kanten. So. Dann begegnen wir wieder dem Mädel. Ja, die Leute hier, die haben nicht wirklich was Interessantes zu sagen. Mein Freund, der Baum, ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Haha, wie lustig. Armer Freund. So. Ja. Und? Hey! Niemand außer mir kann immer mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergmutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst, wegen dieses Schwert? Deswegen denn sonst? Hör zu, woran habe ich dir geholfen? Jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura, der Hexe, meine Verlobten. Freund. Ah, okay. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Okay. Auf, Yasuru, Mädchen. Und ich. Gib dem Mädchen einen Namen. So, sie heißt Isa. Wir haben uns ausnahmsweise mal Gedanken gemacht, wie wir sie Gedanken. Na gut, aber wir haben es vorher geplant. Nicht so ein Desaster wie vorher. Und ich weiß jetzt auch, wo die Starttaste auf meiner Tastatur ist. Okay, dann heißt ich Lisa. So, offiziell. Das kommt ja geil. Lisa schließt sich an. Ja, das Beste ist noch bei der Koboldin, aber das wirst du noch selbst sehen. So, warte, jetzt kannst du dich ein. Join. Ja, und so, yeah. Ich, jetzt das Mädchen. Yeah. Na gut, im Moment können wir das noch nicht ändern. Wir haben Bonbons und ich habe eine Klaue. Soll ich den Speer nehmen? Nee, nein, nicht, oder? Tu es nicht. Sollen wir es mal zeigen? Mach es, ja. Tu es. Okay, wir zeigen das mal, was gut. Der Speer, haben wir noch irgendwas? Nee, soweit nicht. Ein paar Bonbons. Klar, haben wir noch nicht, ne? Nee, also wir haben ein bisschen vom Anfang, aber... Achso, ich dachte, eine Mülltonne an. Ich habe einen Kampfanzug. Eine Mülltonne an! Ich war gerade auf der Mülltonne, ich habe gerade gesagt, dass wir den Namen dafür haben. Ja. Gedauert, bis der gewechselt hat. Okay, Mülltonne und Schutzweste. Du kannst auch noch weiter runter scrollen, zum Beispiel. Was haben wir noch? Hier, ja, reagier mal. Hier zum Beispiel. Okay, wir haben nur das eine, ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe durchgescrollt, glaub mir doch mal. Ja, ich glaube dir. Was? Was denn? Ich bin gerade gegangen. Jetzt bist du hinterher. Irgendwie zwei gleichzeitig in die beiden Richtungen irgendwie gegangen, ich weiß auch nicht. Ja, das kann vorkommen. Na, 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 na. Auf mich. Ja, ein Blind-Let's Player und ein einer, der das Spiel ziemlich kennt, das ist... Oh, verdammt, was... Oh, ich kann über Wasser gehen. Du bist über die Wasser, übers Wasser geglitscht. Ja, ich bin über Wasser gegangen. Nochmal versuchen. Warte mal. Nein, das geht nur, wenn man kurz vor dem Ausschnitt eines Bildes ist. So, jetzt kommt der Part, wo wir uns entscheiden müssen. Und zwar werden wir jetzt... Moment. Wir gehen nochmal zurück, speichern. Weil das brauchen wir nicht nochmal, wenn wir jetzt draufgehen. Safe State setzen wir aktuell noch nicht, weil es ist einfach noch zu einfach. Und so viel wollen wir davon nicht. Ja. Ja, sehr interessant. Nein, wir möchten nicht übernachten. Wir sind noch voll geheilt, das brauchen wir erstmal nicht. Man hat wenig HP. Na gut, es liegt im Moment wirklich nur an den HP. Später liegt es noch an den MP. Warte, du gehst gegen die Blume. So, jetzt kommen die ersten Gegner. Ich halte mich mal auf Abstand. Schlag irgendetwas. Warte, mein Pilzkopf war ich. Soll ich dir mal zeigen, was die Lanze kann? Ja, mach mal, aber geh danach ganz schnell weg. Ja. Oder auch nicht. Okay, auch noch Marfo. Aufstehanimationen werden nicht, nee, das war auch noch Aufstehanimation. Ja. Auf wen habe ich getroffen, warte. Aber jetzt. Okay. Der ist machbar. Eine Poseidon-Kröte wäre jetzt nicht so toll. Und man pass auf den auf, der macht Samen. Das hast du ja gesehen, wie der mich gekillt hatte. Gegen was hat er sich? So. Ich glaube aber, es ist besser, wenn du die Lanze... Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Nimm die Lanze besser nicht mehr. Das Viech hätte uns gerade... Das ist auf jeden Fall der Effekt der Lanze auf Level 1, dass sie halt Gegner verwandeln kann. Warte kurz auf mich. Lass mich rankommen und dann... Willst du rankommen? Ich will auf jeden Fall im Bild bleiben. Ja. Ja. Ich kann ja nicht aufladen. Nee, noch nicht, aber bald. Übrigens ist es so, wenn ich jetzt Gegner töte, dann kriegst du die Hälfte der Erfahrung für die Waffe auch dabei. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass du komplett leer ausgehst. Und du bist Level 2. Upsala. Na toll. Oh, ich meine Fischern bei der. Ja, Clowns sind gut dagegen eigentlich. Warte mal. Sie dürfte sich jetzt auch mal bereit erklären. Clowns sind gut dagegen, kaum Schaden.
Was meinst du mit gut dagegen? Ja gut, du hast ja auch noch ein Level weniger. Ich würde nicht so weit vorgehen im Hard Mode. Wow. Das ist dann die Quittung. Böse. Hier ist noch eine Blume, ne? Ja. Legen wir die? Nee, oder? Die können wir auslassen. Eigentlich sind die Blumen nicht wirklich so... Hey, schwach. Shit, den Schaden gemacht. Nicht so stark. Und tot. Ja. Nicht so weit vorrennen, denn... Ja. Entschuldigung, ich wusste... Weg, weg, weg! Ja. Das ist böse. Ich würde sagen, du wärst eventuell sogar instant weg, wenn ich dir jetzt erwisch. Oh nein, das ist so ein Ding. Wir können ja auch nicht... Warte. Oh mein Gott. Ah, was? Moment, ich bin mal ganz großzügig. Ja! Mach dich hier weiter, geradeaus. Bitte, hoch, geradeaus, geradeaus, egal, egal. Aber links bevor dann bitte. Einfach geradeaus. Links, 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 links. Pass auf. Nein, 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 links, links, weiter. Ja, so schnell kann es gehen. Mist. Nochmals willkommen im Hard Mode. Das ist blöd, wenn man verfolgt wird und ich weiß, wo man hin muss. Das ist so mies. Der Hard Mode ist eigentlich ganz angenehm, aber er kann auch fies sein. Das passt irgendwie nicht zusammen. Du musst dich wieder einloggen. Ah, okay, warte. Nicht, dass du warst. So. Ja. So. Ich glaube, wir werden uns diesmal nicht lange mit den Gegnern beschäftigen. Nein, weil ich bin auch zu schwach. Ein paar Gegner töten, die gehen, und damit ich ein bisschen stärker werde. Also mit Abstimmung wird schon gehen, aber ich würde sagen, es ist einfach... Der Lanze, ich glaube, den hebt ihr erstmal wieder ab, oder? Ja, das wäre besser. Ich meine, wir können sicherlich... Nein! Ich hab Gott nur einmal draufhauen, verdammt! Ich hab dich gerettet. Danke. So, warte mal. Kostet noch mal schlafen gehen? Nein, das ist jetzt, das dauert zu lange. Das würden wir jetzt im Einzelspiel machen, aber im Let's Play jetzt nochmal zurückgehen. Das ja, gut. Das dauert zu lange dann. Dann hat Emma. Ich wollte keinen Bonbon verschwinden. Ja, wir haben ja ein paar. Und wir kriegen auch noch welche in Truhen. Wenn wir leveln, werden wir ein paar Bonbons zusätzlich kriegen. Warum bin ich jetzt dagegen gerannt? Ich auch gerade. Meine Güte. Wir stellen uns blöd an. Ja. So, ich würde sagen, du folgst mir auf Schritt und Tritt einfach direkt hinter mir her, damit du nicht irgendwo reinrennst. Den machen wir eben kaputt noch. Und den auch, da drin. So, und jetzt, warte. Geh mal einfach direkt hinterher, nichts anderes machen. Dann rennst du mir auch nirgendwo rein. So, und jetzt einfach hier. Jetzt, wenn das Vieh hinterher kommt, müssen wir es töten. Hier ist Pilzball. Und einfach weg. Vorbei, vorbei. Ah, das Vieh hat mich jetzt glatt gekillt. Wow. Die machen wir kaputt. So, schön. Jetzt bist du Level 2. Du bist immerhin geheilt, ja. Aber man hat gerade gesehen, man hat, wenn man hier einmal einen Fehler macht, keine Chance. Man ist mehr oder weniger direkt tot. Mach den mal tot. Schlag den einmal. Gut, der müsste weg sein. Jetzt hier unten. Unten, unten. Nein, 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 nicht da lang. Hast du. Ja. Noch. Noch. Wow. Oben, nach oben. Hier einfach. So. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir werden jetzt gleich ziemlich... einen ziemlich schwere Gegner. Wenn du töten willst, sag mir Bescheid, dann kann ich direkt kurz nach dir drauf schlagen. Dann kommst du besser klar damit. Warte, ich hänge an der Blume. Dass man an Blumen festhängen kann. Ja, es gibt da viele Punkte. Da kriege ich eigentlich ein neues Level. Wäre mal nicht schlecht. Wir kommen jetzt in eine Gegend, die ist sehr hart für uns am Anfang. Ja, der Hard Mode, der ist hart. Oh, was für ein Wunder. Nein, aber es ist nichts ohne. Also, den machen wir noch kaputt. Der gibt schöne LP. So, und zwar kann man hier unter Befinden gucken, wie viel KP man noch braucht. Wie viel 25 EP man noch braucht. Das heißt, du kommst sogar noch mal eher an Level rauf als ich. Das meine ich, es relativiert sich. Also, wenn der Levelabstand am Anfang groß ist, wird der immer kleiner wegen der... Ja. Du bist rein dran. Und, nein, du bist noch nicht tot. Wow, ich habe dir wieder das Leben gerettet. Ja. Allein würde ich auch nie Hard Mode spielen, so steht fest. Habe ich das Ding auswendig angeklickt? Ich habe es außerdem schon einmal komplett durchgespielt und einmal bis zur Hälfte den Hard Mode. Jetzt werden wir es nochmal durchspielen, das heißt, in der Zeit habe ich es dann bestimmt insgesamt schon dreimal. Jetzt folgt mir wirklich genau, also geh absolut nicht vor. Die Viecher würden uns beide instant weghauen. Wo sind wir hier? In Hexenwäldchen. Die geben viel Erfahrung, aber machen verdammt viel Schaden. Ich glaube 50 oder 60 mit einem Schlag. Der backt sich gerade raus.
Nee, der hat sich nicht rausgedacht. Ich habe die Blumen da kaputt gehauen und die hält. So. Und ich bin... Nee, du bist Level 3. Ich bin geheilt. Als nächstes kommst du aber mit dem nächsten Gegner. Nicht vorgehen. Mit dem nächsten Gegner kommst du aber. Dann passt das wieder. Genau. Den... Bogenschütze sind doof. Ja. Wenn man nicht blocken kann. Du bist weg. Und ich bin Level Hauch. Ja. Ja, oh, nicht Level... Nein. Oh Gott. Also diese Viecher sind hier wirklich extrem hart. Weg. Na, das war... komm, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ah! Sag, ich soll rankommen und der rennt direkt in den Pfeil rein. Verdammt. Warte mal, ich guck mal, wie viel ich noch brauche. Du brauchst viel, du bist gerade erst ein Level hochgekommen. Ich sag's ja, die Viecher hier... Nein, lass es befinden. Muss hinter befinden gehen. Das ist falsches Ding. Weg damit. Nein. Ja. Komm ich raus. Da. So. Befinden. Ein links. Links, links, links. Ja, da. Da. 33. Da. Mach mal B-Knopf. B-Knopf ist der. Ja. Ich brauch 82. Okay. Okay, dann geh raus. Soll ich aufmachen? Nimm mal die Truhe. Könnte jetzt sein, dass wir drauf gehen, aber... Also du. Ja, du bist tot. Okay. Das ist jetzt nicht so cool, aber egal. Wenn ich jetzt hier mich halbwegs schlau anstelle, was ich bestimmt nicht mache, da kommen wir auch noch Leben draus. Würde, das ist nicht gut. Groß versuchen, die Gegner das zu töten. Ist nicht gut. Musst du da durch? Das ist nicht so cool. Wow. Musst du da durch? Ja, natürlich muss ich da durch. Okay, den haben wir. Es sollte machbar sein. Kannst du nicht ignorieren, muss einfach rechts durch, oder? Ich kriege aber dadurch Erfahrung und auch ein bisschen Geld und eventuell sogar ein Level drauf. Dann kann ich mir einen Treffer leisten. Aktuell bin ich in einem mal weg. So. Direkt. Ja, das stimmt. So, das wird nötig. Du Scheißvieh. Immer so ein Mitzittern. Oh, geht da drauf, geht da nicht drauf. Mo, Katze. Oh, Mann. Oh, komm, weg da. Und wenn da oben jetzt auch noch einer ist. Boah, wir haben Glück, hier ist keiner. Es wird hart. Nein, ich muss einen Bonbon nehmen, weil... Es geht nicht. Es kommt jetzt gleich noch was und das ist viel zu gefährlich, als es jetzt einfach so zu riskieren. Haben wir nur ein oder zwei? Eins. Sollte reichen. Weil das Vieh, wenn das eine Ballonklette macht und dieser dämliche Scheißpilzkopf dahin kommt, dann...